Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts, den Sacred Conversations, Gespräche zwischen Mutter und Tochter. Hello, hello, hello. Hello, hello. Wir haben dir heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, was möglicherweise deine Welt vom Kopf auf die Füße stellt oder umgekehrt, weil wir wollen über das Thema Traumata sprechen, aber mal anders beleuchtet. Und gleich zu Beginn, bevor wir einsteigen, möchte ich mal hervorheben, es geht nur darum, dass wir jetzt mal unsere Sichtweise mit dir teilen, und alles andere darf auch sein. Wir wollen damit nichts in Frage stellen. Ja, also weder Traumatherapie und was man so alles machen kann. Darf alles sein. Ich habe nur irgendwann mal gedacht, wenn ich jetzt zurückblicke in mein früheres Praxisleben, wo ich klassische Praxisräume offline hatte, Menschen sind zu mir gekommen, wir haben in Traumata reingespürt, wir haben Rückführungen gemacht, wir haben Aufstellungen gemacht, und das ist auch alles immer wunderschön gewesen. Die Menschen sind aus der Praxis raus, alles gut, sind rausgeschwebt, um 4 Wochen später wieder reinzuschweben. Dann haben wir wieder aufgestellt und nochmal das nächste angeguckt und da nochmal geguckt und da nochmal geguckt. Und ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, das kann nicht sein, ist ja zwar ein gutes Kundenbindungsprogramm, wenn die immer regelmäßig kommen und wir stellen wieder auf und gucken wieder da und wühlen da, sei es in der Gruppe oder auch in Einzelsessions, das kann irgendwie nicht sein. Ich möchte doch denjenigen, der zu mir geführt wird, da abholen, wo er jetzt steht, und auch mal begleiten, dahin zu kommen. Und das kann nicht sein, dass das funktionieren kann, wenn wir immer wieder zurückblicken. Manchmal haben wir ein ganzes Jahr zurückgeblickt, Erkenntnisse gehabt, aber sind ja da angekommen, wo die Reise eigentlich hingehen darf. Was meine ich da? Bildlich gesprochen. Du hockst dich ins Auto, willst von Hamburg nach München fahren. Du sitzt im Auto, guckst zurück und fährst los. Dann sitzt du ganz rasch an der nächsten Mauer. Dann guckst du wieder nach vorne, korrigierst wieder dein Auto, guckst wieder zurück und fährst los, hockst wieder an der nächsten Mauer und so weiter und so weiter. Wann kommst du in München an? Also in diesem Leben vielleicht gar nicht oder vielleicht irgendwann mal. Das meine ich mit dem ewigen Zurückblicken. Das ist natürlich eine Prägung, Therapie zu machen unter Umständen, Traumatherapie, Psychotherapie, was auch immer. Ich gehöre ja selbst zu ehemaligen Klienten. Ich war ja auch schon längere Zeit, Jahre in der Psychotherapie. Ich war schon außen vor in der Klinik. Also ich weiß schon sehr wohl, wovon ich spreche. Habe mich damals auch instinktiv gefragt, gerade als ich in der Klinik war, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin doch nicht hierher, um schon wieder in der Vergangenheit rumzuwühlen, um jeden Tag auf ein neues wieder ins Dramatal zu versinken. Das heißt nicht, dass es darum geht, weiter Themen, die in einem drin sind, die dir mal heraus wollen, dieser Energie einen Raum geben, mal Tränen fließen lassen und, aber den Fokus in die Richtung halten, wo es hingehen darf. Und nicht wiederwühlen und wiederwühlen und wiederwühlen. Was ist mir da alles passiert? Was ist mir da in der Kindheit geschehen? Und. Uns allen sind Dinge in der Kindheit geschehen. Und das ist keine Elternschelte. Das gehörte, warum auch immer, irgendwie dazu. Die Eltern sind ja auch nur verletzte Kinder und haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ein weiterer Augenöffner war bei mir auch Zahnarzt. Ich war als Kind beim Zahnarzt, bin von 2 Helferinnen festgehalten worden, hatte diese Spange da im Mund, wo der diese Mund, Kiefersperre. Ja, diese Kiefersperre, genau, danke. Meine Mutter stand da,
hat zugeschaut, also nicht, weil die mir was Böses auch wollte, die war ja genauso hilflos wie ich. Und der Zahnarzt hat an meinem Zahn rumgebohrt. Ich habe gefühlt das ganze Dorf, wenn nicht so das ganze Saarland, zusammen geschrien. Das war für mich ein Traumata schlechthin. Hat dazu geführt, dass ich jahrelang nicht mehr zum Zahnarzt bin. Mit dem Ergebnis, in entsprechender Verfassung waren meine Zähne, bis ich dann irgendwann gedacht habe, okay, jetzt muss ich was tun. O-Ton vom damaligen neuen Zahnarzt. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Da habe ich mir geschworen, das sagt mir nie wieder ein Zahnarzt. Aber erstmal war ich ein gutes Jahr wirklich gefühlt jede Woche in der Praxis, um mir meine Zähne in Ordnung bringen zu lassen. So, bin ich dann auf die Idee gekommen, ich muss jetzt erst eine Traumatherapie, eine Zahnarzt-Traumatherapie machen oder was auch immer. Nein, mir war klar, ich will in die Richtung, ich will ordentliche Zähne haben, ich will jetzt einen Zahn nach dem anderen verlieren. Also darf ich mich mal überwinden und einfach mal mir den Raum öffnen und da durchgehen, mir einen Zahnarzt suchen, der sensibler mit mir umgeht und nicht wie aus Kindheitstagen. Und so habe ich diese Ängste überwunden. Es ist bis heute noch so, dass ich nicht gern zum Zahnarzt gehe und dass immer so ein bisschen eine Anspannung da ist. Aber ich weiß ja das Ziel, wie will ich meine Zähne haben. Und das bringt es, glaube ich, am besten auf den Punkt, worauf ich hinaus will, mal einen Raum zu öffnen, den du dir selbst öffnen kannst, statt weiter zurückzublicken, in die Richtung zu blicken, wo darf deine Reise hingehen und dann immer wieder auf ein neues, einen neuen Raum betreten, weitergehen, damit du auch mal da ankommst, ohne ewig in der Vergangenheit zu wühlen. Genau. Und wir tragen ja alles, was wir so erlebt haben und erfahren haben, tragen wir in uns. In unserem Unterbewusstsein ist ja alles abgespeichert. Jede Erfahrung, jedes Erlebnis, das wir in der Kindheit hatten, als Jugendliche, junge Erwachsene und egal wann, alles tragen wir ja in uns. Und was ich aber auch beobachte, ist dann teilweise, dass erwachsene Menschen anfangen zu sagen, okay, das und das kann ich nicht, weil. Das und das kann ich nicht, weil meine Mutter hat mich nicht genug geliebt oder weil mein, das und das ist passiert, mein Lehrer hat das und das zu mir gesagt, deswegen kann ich heute nicht dies oder kann ich heute nicht das. Und solange wir natürlich diese Dinge unterbewusst in uns mittragen und sie nicht bewusst machen, kreieren diese unterbewussten Traumata bzw. daraus resultierenden Glaubenssätze unsere Realität. Und so bleibt unsere Realität ja dann auch. Das heißt, ne, es ist schwer, da was zu verändern, weil wir gar nicht wissen, wo ist denn die Wurzel von dem, was da kreiert. Und gleichzeitig, wenn es mir bewusst ist, dass ich da und da einen interessanten Glaubenssatz in mir gereift ist, dass der von einem bestimmten Ereignis entspringt, dann muss ich nicht die ganze Zeit sagen, ah ja, das und das ist mir passiert, deswegen kann ich das nicht oder das hindert mich immer noch daran. Weil manche sagen das immer und immer und immer und immer wieder, reden immer wieder von dem Gleichen, was ihnen passiert ist. Und ich sage nicht, also natürlich, manchmal ist es halt einfach nicht in einer Session irgendwie erledigt, sage ich mal. Ne? Aber indem ich immer und immer und immer wieder von dem Gleichen spreche, mache ich es nicht besser. Und Heilung geschieht da, wo wir Bewusstsein reinbringen. Das heißt, wenn ich ein Traumata habe, und das ist mit verschiedenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, natürlich unterschiedlich intensiv. Es gehört ja auch dazu, also sowas hier beim Zahnarzt ist eine andere Erfahrung, als wenn ich, keine Ahnung, immer wieder Streit hatte mit einem Geschwisterkind oder so, was dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, wie das festgehalten werden und wirklich so da komplett die Grenze überschritten zu bekommen. Deswegen, indem ich da Bewusstsein reinbringe, ist das natürlich mehr oder weniger intensiv, das nochmal zu erfahren. Aber die Lösung ist, oder die Heilung kommt daher, indem ich diese Erfahrung, dieses Erlebnis vollkommen akzeptiere.
weil ich kann es eh nicht mehr ändern. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich akzeptiere diese Situation und diese Erfahrung in der vollen Gänze und sage, okay, das ist in Ordnung. Also ich akzeptiere das nicht. Ich sage, das ist in Ordnung oder so, aber ich akzeptiere es in voller Gänze. Hülle mein damaliges Ich und auch die Menschen, die daran beteiligt waren oder alles, was daran beteiligt war, in meine pure, bedingungslose Liebe. Und auch dafür müssen wir nicht erst irgendwie was aufräumen, um pure, bedingungslose Liebe zu erschaffen, weil wir alle sind pure und bedingungslose Liebe. Das sind wir. Und indem du diese Situation da reinhüllst und vollkommen akzeptierst, in dem Moment kann Heilung geschehen. Und ich halte es auch teilweise wirklich für sinnvoll, so eine Art Rückführungen zu machen, da mal wieder reinzuspüren in diese vergangene Situation. Aber auch nicht immer und immer und immer wieder, sondern das kann man machen. Und dann geht es darum, das einfach zu akzeptieren. Einfach, ne? Es ist so einfach gesagt, aber diese Akzeptanz zu finden und immer wieder zu sagen, ich akzeptiere, dass es passiert ist. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo tatsächlich der Release stattfindet. Also wenn du weinen musst, dann wein, wenn du lachen musst, dann lach, wenn du schreien musst, dann schrei. Und lerne auf diese Art und Weise, das alles zu akzeptieren, so wie es ist. Und dann wirst du merken, da wird sich grundlegend etwas in dir verändern, in deiner Art und Weise, wie du dieser Erinnerung begegnest, und auch wirst du merken, dass dein Leben sich plötzlich anders gestaltet. Weil das Ding mit Traumata ist ja, dass wir uns das immer wieder kreieren. Situationen, die uns daran erinnern. Situationen, sagen wir mal, ich habe ein Traumata, wo sehr, sehr viel Angst und Panik mit verbunden ist, dann, solange ich das noch nicht gelöst habe, schickt das Leben mir immer und immer wieder Situationen, in denen Angst und Panik ausgelöst werden. Und wenn ich mich damit nicht beschäftige, sondern das Ganze vielleicht unterdrücke oder auf sonstige Wege einfach von mir wegdrücke, wird das auch immer intensiver und die Angstzustände und Panikattacken, die werden auch immer intensiver, weil ich mich weigere, das anzuerkennen und es immer wegdrücke. Und das, was wir wegdrücken wollen, kommt immer näher zu uns. Und ich denke, die Erfahrung hat jeder von uns schon gemacht. Also da, wo der größte Widerstand ist, das ziehen wir am meisten an. Und in dem Moment, wo du es einfach akzeptierst und dich auch dem Leben hingeben kannst und vor allem verstehst und im Hinterkopf behältst, dass alles immer für dich ist und dass das Leben nur das Beste für dich will, in dem Moment kann Heilung geschehen und du wirst beobachten, dass du dir diese Situation nicht mehr kreieren wirst, dass du dich diesen Situationen nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert fühlen wirst, weil du merkst, du hast zum einen deine Selbstermächtigung zurückgeholt in diesem Moment, weil vor allem dann auch dieses Traumata nicht mehr so groß ist und so und du so klein bist, weil du sagst, oh, das Traumata, sondern du sagst, ich akzeptiere das, ich kann es ja auch nicht ändern, aber ich akzeptiere es jetzt vollkommen, damit holst du dir so ein Riesenstück Selbstermächtigung zurück und auf einmal muss das Leben dir das nicht mehr immer wieder vor die Nase setzen, weil du hast es geheilt und du kannst ganz neu kreieren und kannst dein Leben ganz neu und viel freier gestalten. Und das ist so eine Reise des Lebens. Das muss auch nicht von heute auf morgen passieren, weil ich glaube auch, dass es zu manchen Leben dazugehört, so wie es jetzt war, falls du jetzt bis eben noch in diesem, ich muss dies machen, ich muss das machen, ich muss da jetzt noch ganz viel mich beschäftigen, dann war auch das genau richtig. Und jetzt kannst du ja reinspüren, ob es jetzt vielleicht dran ist, mal zu schauen, okay, kann ich diese Situation denn heute, so wie sie war, komplett akzeptieren und dich darin mal zu üben, einfach nur wahrzunehmen, was in dir ist, in diesem Moment, nicht in der Vergangenheit. Die Vergangenheit existiert nicht mehr, aber was ist gerade in diesem Moment in dir? Und das ist das, was letzten Endes zählt. Ja, richtig. Und damit erobert man sich seine eigene Schöpferkraft wieder. Man geht ja raus aus der Opferrolle, weil wir haben uns ja in den Situationen ohnmächtig der Situation ausgeliefert gefühlt, was dann natürlich auch in anderen Bereichen im Leben auch nochmal zu Situationen auf
sanftere Art und Weise fühlt, wo ich mich auch ohnmächtig ausgeliefert fühle. Ich fühle das ja nur so. Das ist ja nicht Fakt. Mhm. Und damit hole ich mir meine Schöpferkraft zurück, hole mir meine wahre Macht und Größe zurück, wachse in meine wahre Macht und Größe. Und was einfach hilft, ist, sich selbst die Frage zu stellen, wie genau will ich es denn jetzt wirklich haben? Bei mir mit den Zähnen, ich wollte ordentliche Zähne haben. Im Hinblick auf das freie Leben, ich wollte raus aus dem Hamsterrad und rein in ein freies Leben. Also das ist etwas, was total als Metapher, als Motor hilft, zu wissen, in die Richtung geht's. Und dann bin ich in die Richtung auch fokussiert und gucke nicht ständig zurück. Und wenn in dem Moment dann Dinge aufkommen, wenn mir zum Weinen zumute ist oder wie du das gerade so eben so schön beschrieben hast, in die Situation aus der jetzigen Ich-Persönlichkeit reinzugehen, reinzufühlen und was dann kommt, wenn eine Emotion kommt, da wollen jetzt Tränen fließen, sind das ja nicht Tränen unter dem Aspekt, was bin ich für ein armes, ohnmächtiges Würstchen in Anführungsstrichen, sondern das sind ja Tränen, Energien, die dann freigesetzt werden. Und so befreit man sich ja davon. Mhm. Oder wenn ein einfach, wenn man wütend ist, ne, dann nimmt man mal ein Kissen und haut mal da drauf oder geht in den Wald und schreit sich die Wut mal aus der Kehle oder auf der grünen Wiese, wie auch immer. Weil auch da können wir unserer Sprache so viel entnehmen. Es wird dann nichts mehr unterdrückt, reingedrückt, was letzten Endes ja reingepresst wird, was auch zu diesen Depressionen führt, sondern es wird freigesetzt. Ja. Haben wir als Kinder doch alle gemacht, bis zu einem Alter von etwa, naja, so 2, 2,5, 3 Jahren. Wir haben unseren Emotionen doch freien Lauf gelassen. Wenn wir wütend waren, waren wir wütend. Wenn wir schreien wollten, haben wir geschrien. Keine Ansicht darüber, ob ich das jetzt machen darf oder nicht. Wir haben gar keine Prägung gehabt, irgendwas in uns hinein zu unterdrücken. Das ist alles später erst dazugekommen und das ist doch auch für dich bitte der Raumöffner, der beste Beweis, dass du es kannst, weil du es ja schon mal so gemacht hast, bis zu einem gewissen Alter. Was jetzt nicht heißt, wenn du im Restaurant sitzt und bist wütend, würde ich jetzt nicht unbedingt brüllen, aber du kannst das wahrnehmen, es in dem Moment einfach nur atmen, durch dich hindurch fließen lassen oder wenn du das Gefühl hast, oh, da ist aber noch viel mehr Wut in mir, noch viel mehr Wutpotenzial, dann nimmst du dir einfach zeitnah mal vor, gehst mal auf die grüne Wiese oder in den Wald und gibst dieser Wut einen freien Raum und lässt sie mal raus. Weil die andere Sichtweise zu Wut, was ist denn Wut? Ist doch eine enorme Kraft und Energie. Und was verbirgt sich denn dahinter für dich als Botschaft? Eine enorme Kraft und Energie ist in dir, die jetzt in eine andere Bahn auch gelenkt werden möchte. Es ist doch in dir viel mehr Kraft, Stärke und Energie verborgen, als du es dir bis eben eingestehst, wenn du radikal ehrlich zu dir bist. Du weißt doch, es ist viel mehr möglich. Mhm. Und das darf heute mal so ein Raumöffner für dich gewesen sein oder sein, mal in die Zukunft zu schauen, wo deine Reise wirklich hingehen darf, statt weiter so im Auto unterwegs zu sein. Ne? Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt, dass alles eine Entscheidung ist, dass ich mich dafür entscheiden kann, einem Trauma, einer Verletzung aus der Kindheit, irgendeiner Erfahrung die Macht über mich zu geben, mich also ohnmächtig, ohne Macht zu fühlen. Mhm. Und zu sagen, okay, ich kann das nicht, weil, ich werde nie erfolgreich sein, weil, ich werde keine Liebe finden, weil, ich kann das nicht, weil. Und mir immer diese Gründe geben, wegen irgendetwas, dann gibst du ja diesem Erlebnis, dieser Erfahrung, diese Macht über dich. Oder du fängst an, wirklich die Macht selbst in deinem Leben zu übernehmen, dich nicht mehr ohnmächtig zu fühlen, sondern wirklich selbst ermächtigt. Es steckt alles in unseren Worten drin. Wirklich deine Selbstermächtigung zurückzuholen und zu sagen, und auch deine Würde, deine Selbstermächtigung, deine Klarheit, ich nehme mir das jetzt zurück, ich nehme mir meine Würde auch zurück als Mensch und stehe über diesen Dingen. Das heißt nicht, dass ich es verdränge, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, haben wir jetzt hier gesagt, sondern dass ich mir dessen bewusst bin, was jetzt ist. Aber ich bin jetzt ein erwachsener Mensch und ich kann jetzt neu entscheiden.
ich kann entscheiden, dass ich dieses Erlebnis, diese Erfahrung ja eh nicht ändern kann, sondern vollkommen akzeptiere und damit würdevoll dem Ganzen gegenübertreten und nicht in diesem, oh, ich bin so klein und nein und ich kann nichts. Und so hat es sich angefühlt, ja, als Kind. Und jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du entscheiden, dass du da drüber stehst und dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst und dass du nicht mehr sagst, ich kann das nicht, weil, auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, boah, dieses Trauma kommt immer noch hoch und irgendwie, ich habe mich doch schon damit beschäftigt, warum kommt das immer noch hoch, das hält mich immer noch ab, das sagen wir ja mal so leicht, aber auch da mal wieder diesen Sprachgebrauch etwas ändern, indem ich schon sage, statt das hält mich immer noch ab, sag ich, ich lasse mich immer noch davon abhalten. Und dann klingt es gleich schon viel mehr nach einer freien Entscheidung. Und dann machst du auch deinem Kopf bewusst, ah, das ist eine freie Entscheidung. Ich könnte mich ja auch anders entscheiden. Wie will ich es wirklich haben? Und das ist so ein Zusammenspiel. Wie gesagt, das muss nicht von heute auf morgen sein, aber das ist so ein Zusammenspiel, was dann letzten Endes zu dieser wirklichen Transformation und Heilung führt, dass ich die Situation loslassen kann und mein Leben ganz neu gestalten kann. Weil indem ich mein Trauma einfach nur unterdrücke und anfange, einfach nur in die Zukunft zu blicken und zu sagen, okay, es wird alles besser und so und ich gucke da jetzt gar nicht mehr hin und komisches Gefühl, aber egal, nee, wir machen jetzt Mindset-Arbeit und Affirmationen und so, das funktioniert auch nicht, weil es trotzdem noch irgendwo in deinen Zellen abgespeichert ist. Deswegen ist der Schritt so wichtig, diese pure Akzeptanz zu üben, die volle Akzeptanz von dem, was ist. Und dann einfach ohne Bewertung, ohne zu sagen, oh, das ist ja immer noch so oder ne, oh, ich darf das doch jetzt nicht akzeptieren, weil Gesetz der Anziehung und ne, meine Gedanken erschaffen ja meine Realität und so. Aber deine Realität wird ja schon geschaffen durch das, was in deinen Zellen abgespeichert ist. Und indem wir das akzeptieren, kann das aus den Zellen ausfließen, indem wir da mal auch fühlen, was da ist. Einfach dem Ganzen mal einen Raum geben und sagen, okay, ich anerkenne dich als Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich anerkenne dich als Erlebnis, das mich als Persönlichkeit wachsen lässt. Als etwas, das meine Seele sich ausgesucht hat, damit sie es erfahren kann, damit das Universum sich durch mich in dieser Emotion erfahren kann, diese Größe zu sehen. Spürst du, was da für eine Würde zu dir zurückkommt? Und was da für eine Größe und Macht wieder zu dir zurückfließt. Und diese Macht, dieses Potenzial, was dabei entsteht, das nutzt du dann, um dann zu entscheiden, wie du weiter dein Leben gestalten möchtest, wie du weiter manifestieren möchtest. Weil dann nicht mehr das, was da so krampfhaft in deinen Zellen noch festsitzt, kreiert, sondern tatsächlich dein bewusstes Sein. Deine Klarheit, dein Vorausschauen, ja? Und da, also das ist so ein perfektes Zusammenspiel für mich daraus. Ja, ist auch im Grunde die perfekte Zusammenfassung. Und jetzt nicht nochmal irgendwelche Dinge auseinander zu klappbustern. Du hast da so perfekt jetzt auf den Punkt gebracht. Und ich habe währenddessen mal so mein System beobachtet, ohne dass ich an etwas Spezielles gedacht habe. Wie ich gemerkt habe, wie mein System so richtig aufgeatmet hat. Mhm. Und den Raum hast du jetzt damit geöffnet. Deshalb gibt es aus meiner Sicht jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht hast du es ja auch gemerkt, dass dein System eben aufgeatmet hat, als du so den Worten von der Madeleine gelauscht hast. Also ich konnte das so toll bei mir jetzt gerade beobachten, ohne dass ich jetzt an irgendein Traumata oder irgendwas gedacht habe oder in der Welt drin bin. Aber rein, ach, ja. Danke. Ja. Und weil der Raum schon mal offen ist, möchte ich an dieser Stelle aber auch nochmal auf Divinity verweisen, weil das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe jetzt hier von Würde gesprochen, von Selbstermächtigung. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um den es halt auch in Divinity geht. Das ist ja unser Signature-Programm. Entdecke deine innere Göttlichkeit, weil die Göttlichkeit, die ist ja auch nicht so... Und so, oh nein. Sondern die Göttlichkeit, die steht in ihrer wahren Größe da. Mhm. Und die Göttlichkeit ist sich dessen bewusst, dass sie verletzende, traumatische Erfahrungen gemacht hat
und ist sich dessen bewusst, was da vielleicht auch noch ist, und ist sich aber auch dessen bewusst, dass es eine Entscheidung ist, in dieser Göttlichkeit weiterzugehen, in diesem würdevollen, selbstermächtigen Leben weiterzugehen, in dieser Gesundheit, in dieser Freiheit, in dieser heilenden Energie und in dieser Kraft, die in uns steckt. Das ist Divinity, und deswegen an dieser Stelle, einfach weil der Raum schon mal offen ist, ist auch da die Möglichkeit, da noch tiefer einzutauchen und für dich auch eben diese Begleitung zu haben, wie gehe ich jetzt wirklich vor, weil ich kenne es halt auch, man hört dann sowas und denkt so, ach ja, super toll, einfach, und dann steckt man wieder in der Situation und dann weiß man gar nicht, wohin mit sich und wie man jetzt weitermachen soll, und fühlt sich trotzdem irgendwie ohnmächtig ausgeliefert. Und deswegen, genau dafür haben wir auch Divinity gegründet, damit eben genau da diese Unterstützung da ist. Link in den Shownotes. Genau. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Danke für dein Sein. Ciao.